Mein Name ist Kim und ich gehe in die 12. Klasse in Gesundheitszweig. Mein Name ist Theo und ich gehe in die 12. Klasse Gesundheit. Mein erstes Praktikum habe ich im Krankenhaus gemacht und mein zweites bei einer Hausärztin. Ich habe ein Praktikum im Altenheim und in der Psychiatrie gemacht. Ich habe ganz viele schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe ganz viele verschiedene medizinische Bereiche kennenlernen dürfen, habe viel Patientenkontakt gehabt, habe mich mit vielen Ärzten und sowohl Schwestern auch unterhalten können, wie das Gesundheitswesen so ist, wie die medizinischen Fachbereiche aufgeteilt sind. Ich wurde im Gesundheitsbereich gebraucht und ich konnte dem Personal helfen. Zudem konnte ich die Leute unterhalten. Ich möchte mit auf den Weg geben, dass man auch, wenn man vielleicht erst auf der Realschule war, trotzdem sein allgemeines Abitur machen kann, auch mit Gesundheit, dass man auch Medizin studieren könnte oder dadurch, wenn man in der 12. Klasse Spanisch hat, dann sein allgemeines Abitur machen kann und dass man durch den Gesundheitszweig sehr viele verschiedene Facetten mitbekommen kann und sich auch beruflich weiterentwickeln kann. Das Praktikum ist interessant auch für Jungs und hilft einem auf jeden Fall im Leben weiter, auch wenn man nicht in den Gesundheitsbereich gehen möchte. Das Praktikum im Altenheim hat mir Einblicke in den Gesundheitsbereich gegeben und es war eine schöne Erfahrung, dass Leute wegen einem lachen und sich freuen.